Guter Gott und Vater, wir möchten dir danken, dass wir heute hier sein dürfen. Wir möchten dich bitten, dass du uns jetzt etwas sagst von dir, das uns Mut macht, uns dem Leben zu stellen, diese Woche Menschen zu begegnen, dieser Woche etwas abzugewinnen, dass wir etwas von dir weitergeben und von dir erzählen. Guter Gott, sei du jetzt da, tröste du, die Trost brauchen, ermutige denen, gib du den Mut, die Mut brauchen, und sei du mit deinem Heiligen Geist mitten unter uns. Amen. So, jetzt müsst ihr mal gucken, ob ihr die Türen da irgendwie geschlossen kriegt, dass ihr da nicht abgelenkt werdet. Das wäre jetzt für euch natürlich ganz gut. Der Predigtext für den heutigen Sonntag ist etwas ganz Tolles. Jetzt haben wir gerade die Kinder rausgeschickt. Dabei ist es eine Geschichte, die ich als Kind schon gerne gehört habe, weil es eine Geschichte ist eigentlich für Kinder, die ganz toll ist. Ich habe sie letztens noch in Born im Schulgottesdienst, in der katholischen Kirche, darf ich ja Schulgottesdienst halten, habe ich die noch für die Kinder erzählt und die waren mit großen Augen und hörten zu. Jetzt erzähle ich die Geschichte mal nicht so, wie ich das bei den Kindern gemacht habe, sondern lese euch mal den Bibeltext so hintereinander vor, immer in Abschnitten, aber ich hoffe, dass ihr trotzdem die leuchtenden Augen der Kinder gleich habt. Also wir schauen mal. Also ich fange mal vorne an und zwar geht es los im Markus-Evangelium. Jetzt muss man wissen, der Markus schreibt etwas anders als die anderen Evangelisten. Bei dem fällt Jesus sozusagen so mitten als Erwachsener auf die Erde. Matthäus und Lukas, die schreiben die Geburtsgeschichte auf, Markus, da ist er sofort groß und dann geht es auch los. Und dementsprechend nimmt das bei Markus auch direkt Fahrt auf. Und wir sind erst im zweiten Kapitel und doch haben wir schon diese Geschichte. Ich lese mal den Anfang, da heißt es, und nach etlichen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum. Da war er schon mal. Da hat er schon etwas getan, er hat Menschen begeistert, er hat etwas erzählt von Gott und zwar in einer Art und Weise, wie die Menschen es noch nie gehört haben. Das war so faszinierend, weil der von Gott erzählte nach dem Motto, der hat ja was mit unserem Leben zu tun. Das war nicht alt, das war nicht verstaubt, das war vollkommen neu. Und sie wurden selber, die es hörten, existenziell betroffen. Also mit anderen Worten, das ging sie direkt an. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Dieser Jesus war mittlerweile so eine Art Superstar geworden, in kürzester Zeit. Wenn der damals, die Jugendlichen lachen dann immer, aber ich sage, wenn der damals nicht unterwegs gewesen wäre, sondern heute, der wäre ein Instagram-Influencer. Oder auf Facebook wäre der unterwegs oder in den TikTok oder der wäre in all Social Media. Und der hätte Tausende von Abonnenten, vielleicht Millionen Likes und was weiß ich, wie das heute alles so heißt. Der hätte Follower ohne Ende. So war das, aber damals musste man ja noch irgendwo hingehen, so live und in Farbe. Und deshalb kamen die Leute tatsächlich und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Das war rappelvoll. Die Menschen waren gekommen, um diesen Jesus zu hören. Und ihr seid ja jetzt auch da. Nun kann man nicht sagen, wir hätten noch ein bisschen Platz, das gebe ich ja zu. Aber immerhin, es sind Menschen da, die wollen etwas hören von diesem Gott. Und damals war das auch so. Sie erwarteten sich noch etwas. Ihr Lieben, das ist die Grundvoraussetzung. Dass Menschen sich noch etwas erwarten, oder? Das gilt in allen Bereichen nebenbei, bemerkt nicht nur bei Kirchen. Wenn ich nur noch irgendwo hingehe, das bringt doch nichts. Ein Event, ja ehrlich, jetzt mal Hand aufs Herz. Ein Event jagt den nächsten. Du gehst dahin und dahin und dahin. Ach ja, zum 10. Mal Dieter nur, zum 20. Mal war ich jetzt da. Ja, Musical kenne ich schon, war ich schon 3-mal König der Löwen, habe ich auch schon 5-mal gesehen. Ey! Die Menschen erwarten sich, glaube ich, heutzutage sehr wenig noch. Oder wie sieht's aus? Hast du dir, als du heute Morgen hierher gegangen bist, hast du dir allen etwas erwartet? Das wäre toll. Denn dann besteht die Möglichkeit, dass du auch was kriegst. Denn jemand, der sich nichts mehr erwartet, der kriegt auch nichts mehr. Das Schlimme ist, die meisten erwarten sich von Kirche nichts mehr. Dann kriegst du auch nichts mehr. Die Menschen damals erwarteten sich etwas. Und es war kein Platz mehr da, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort, das steht immer in dem, er sagte ihnen das Wort. Machen wir uns mal nichts vor, das Wort ist immer für jeden Christen, das Wort ist das Wort von Jesus, immer. Das Wort ist immer das Wort von Gott. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. So beginnt Johannes sein Evangelium. Das ist das Wort. Jesus ist das Wort. Nicht irgendein Wort, es ist das Wort. Und das sagt Jesus, weil er sagt, das Wort müssen die Menschen hören. Ihr müsst das hören heute.
Ihr müsst heute hören, das Wort. Wenn euch das Wort nicht begegnet, dann passiert gar nichts. Dann kommt keine Kommunikation zustande. Und Kommunikation ist alles. Es gibt schon mal nonverbale Kommunikation gerade. Aber es gibt meistens doch Wörter, die man versteht, wenn der andere mich anspricht. Wir reden heute nicht mehr miteinander so richtig, oder? Wir schreiben viel. Wie geht es dir? Gut. Was machst du gerade? Ich schreibe mit dir. Wo befindest du dich? Neben dir. Hallo? Oder? Wir reden nicht mehr. Wir reden höchstens noch, das kannst du erleben, wenn du einkaufen gehst. Ja, Moment, ich stehe hier gerade. Soll es der Erdbeerjoghurt oder der Kirschjoghurt sein? Ich weiß nicht so genau. Dann reden die miteinander. Zu Hause sprechen die wieder keinen Ton mehr. Und Wahnsinn. Am Anfang war das Wort ist das Erste, was du machen musst. Du musst reden. Ihr Lieben, das ist das Erste, was ihr euren Kindern beibringt, sprechen. Ihr möchtet, dass dieses Kind, ob dieses oder jenes, dass dieses Kind mit euch kommunizieren kann, reden kann. Und das Schönste ist, wenn diese Kinder anfangen, der Streit, ob Mama und Papa zuerst, ist egal, wenn diese Kinder so reden können, dass sie Worte zusammensetzen und dann überlegst du, was können die gesagt haben. Du musst mit Gott reden. Wenn du nicht mit Gott redest, dann wird das nichts. Er, Jesus, sagte ihnen das Wort. Und jetzt kommt's. Es klingt jetzt etwas naiv, aber es ist eine Dreiteilung im Grunde, die jetzt vorgenommen wird, finde ich. Im ersten Teil geht's los. Kann ich nicht für. Diesmal mache ich sonst nie mit Dreiteilung, aber diesmal ist es so. Ich behaupte mal, der erste Teil lese ich euch. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten, von Vieren getragen. Ihr habt die jetzt vor euch, ne? Einen Gelähmten, von Vieren getragen. Die Kinder, jetzt musst du erzählen, ne? Der hat da zu Hause, sind die losgezogen. Es steht hier alles nicht. Aber so muss das ja gewesen sein. Die haben sich entschieden, diesen Gelähmten zu Jesus zu bringen. Dann haben die Trage gemacht, dann an vier Seiten den transportiert und die brachten ihn jetzt dahin. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, jetzt kommt Trick 17, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Geht doch gar nicht, sagen dann die Kinder. Ja, die haben in Europa die Dächer vor Augen. Das kannst du nicht abdecken. Da kommst du auch ganz schlecht drauf. Damals in Israel ging aber, die Häuser waren eben anders, Flachdächer und oben wurde auch abgemacht manchmal. Wenn es heiß war, deckten die sogar das Dach ab, um da entsprechend dann Lüftung reinzukriegen. Das ging damals, das muss man natürlich großartig erklären, brauche ich euch nicht, ihr wisst das ja alles. Also von daher, sie hatten die super Idee, wie sie diesen Gelähmten jetzt zu Jesus bringen. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Hammer! Hast du mitgekriegt? Irre! Also erstmal die Idee, die ist ja genial. Ich finde einen Weg, um diesen Menschen dahin zu bringen, wo er hin muss. Bist du so erfindungsreich in deinem Leben? Ich behaupte ja. Wenn dein Kind irgendetwas hat, findest du Mittel und Wege über Google und was weiß ich wem, um Hilfe zu finden, damit diesem Kind geholfen wird. Wir versuchen alles, um einem Menschen noch Menschenmögliches angedeihen zu lassen. Wir versuchen alles. Stimmt's? Machen wir. Wenn wir einen Menschen lieb haben, machen wir uns diese Mühe. Ja, ihr Lieben, da ist es doch schon. Wenn wir einen Menschen lieb haben, dann müssen wir ihm doch das Beste geben, was es gibt, das Wort. Dann müssen wir einen Menschen doch zu Jesus bringen. Oder? Wenn es stimmt. Wenn es stimmt, dass der Menschen verändern kann, wenn es stimmt, dass der heil machen kann, der Heiland, dann müssen wir doch Menschen auch dahin bringen. Und dann muss uns doch alles möglich sein. Dann müssen wir doch Ideen haben, wie wir das machen. Dann müssen wir doch neue Wege auch gehen. Da deckst du glatt mal ein Dach ab. Wo sind die Menschen, die Ideen haben? Ey, ihr habt die doch im Leben. Wo habt ihr die in der Kirche? Bringt mir eure Ideen. Deckt die Dächer ab, damit der Muff der alten Kirche daraus zieht. Bringen wir Menschen zu Jesus. Das ist das Entscheidende. Wer eine Mission hat, gibt niemals auf, oder? Da ist das alte Wort Mission ein bisschen in Verruf geraten. Und jetzt wird es wieder langsam aktuell, wo die Menschen die Kirche in Scharen verlassen.
Jetzt fangen wir wieder an zu missionieren. Übrigens, Handlungsfeld nächstes Jahr, fangen wir mit an, Mission. Wir missionieren ja immer, aber nächstes Jahr ist das unser Kernthema, Mission. Wer eine Mission hat, gibt niemals auf, niemals. Da kannst du so alt werden, wie du bist. Du gibst nicht auf. Weil du ja das Beste hast, was du den Menschen bringen willst. Jetzt bringen die den dahin. Und jetzt kommt etwas Verrücktes. Jetzt kommt diese Sache. Jesus sagt, er sieht den Glauben dieser vier. Habt ihr genau hingehört? Er sieht nicht den Glauben des Gelähmten. Er sieht den Glauben dieser vier Menschen, dieser vier Freunde. Und daraufhin sagt er zu dem Gelähmten, dir sind deine Sünden vergeben. Ich habe zu Hause gesagt, boah, zwei Taufen, endlich, jetzt kannst du loslegen. Eltern und Paten versprechen gleich, ihre Kinder im christlichen Glauben zu erziehen. Ja, hallo? Wisst ihr, was das heißt? Dann sieht Gott euren Glauben an und sagt zu eurem Kind, deine Sünden sind dir vergeben, mit anderen Worten, du bist vor mir frei. Das seid ihr dem Kind schuldig. Es liegt an euch, und zwar an allen Eltern und allen Paten, die hier im Raum sitzen. Es liegt an euch, was aus den Kindern wird. Wir können etwas tun für einen anderen Menschen. Das Patenamt ist nicht nur eine Ehre, das ist auch eine Verpflichtung und Aufgabe. Und die hält ein Leben lang, die endet nicht irgendwann. Ich habe Patenkinder. Die sind mittlerweile beruflich steiler durch die Decke gegangen als ich. Die wissen wahrscheinlich auch viel mehr als ich. Sei ihnen gegönnt. Aber deswegen bete ich immer noch für die. Ich bin es ihnen schuldig. Wie ist das mit euch? Habt ihr Patenkinder? Und? Tragt ihr sie zu Jesus immer noch, so jeden Tag so? Deckt ihr Dächer ab? Bringt sie dahin zum Wort? Macht ihr das? Ja? Super. Finde ich klasse. Das ist prima. Denn dann sieht Jesus die. Und dann begleitet er die. Und dann macht er alles weg, was die so falsch machen im Leben. Das ist unser Job. Das ist unsere Aufgabe. Wow. Endlich mal eine Aufgabe mit Kernkompetenz. Ich freue mich da so drüber, dass ich da Menschen habe, denen ich das Beste bringen kann. Und das Schöne ist, ich bin gar nicht dafür verantwortlich, dass es ankommt, macht Jesus selber. Das war mir eigentlich das Wichtigste heute. Jetzt muss ich fairerweise sagen, ihr wollt natürlich wissen, wie die Geschichte weitergeht, aber das mache ich jetzt schneller. Jetzt kommt Teil 2. Ich lese mal. Da heißt es, es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihrem Herzen, also Schriftgelehrte sind die, die Frommen der damaligen Zeit, also die so wie ich, die Gottes Wort lesen und das beruflich auch tun, dachten in ihrem Herzen, ach so, Herz ist übrigens damals der Sitz des Verstandes, also nicht Gefühlsleben, dachten in ihrem Verstand, wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Nochmal langsam in Zeitlupe. Da saßen einige Schriftgelehrten und dachten in ihrem Herzen, meine Güte, nee, diese Schriftgelehrten, ne? Furchtbar, oder? Die sitzen auch heute überall noch rum. Boah, diese Stinkepeter. Die warten nur darauf, dass der irgendwas sagt, wo sie wieder etwas gegen haben können. Die sind mir in meinem Leben ständig begegnet. Das ist so ermüdend. Und du siehst es in ihren Gesichtern schon, was die denken. Ich habe da Leute bei Beerdigungen, wenn ich da eine Ansprache, ich streng mich da an, da sitzen die da. Die ganze Zeit. Und da weißt du schon genau, da ist schon, die Haltung ist schon verräterisch. Die wissen schon, die erwarten sich nichts, gar nichts. Ihr Lieben, das hört nicht auf. Ein Leben lang nicht. Und zwar nicht nur bei Kirchen, das ist generell auch in Unternehmen. Hast du immer Leute dabei, die immer nur meckern. Die können nichts anderes. Ich weiß nicht warum. Ätzend. Warum machen die das? Das sind Besserwissis. Aber auch Ossis. Es sind Besserwisser im Leben.
Es sind Menschen, die auch nie bis zum Schluss zuhören. Es sind Menschen mit vorgefertigten Meinungen, von denen sie nicht Abschluss geben. Du kannst Argumente nennen, die gehen nicht davon ab. Du hast überhaupt keine Chance. Die sind besetzt. Die haben keine Freiheit. Die denken nur mit ihrem Verstand. Und das, was sie sich da so zusammengereimt haben in ihrem Leben, das ist das A und O. Wisst ihr was mit Jesus? Habt ihr das noch im Ohr? Was da? Und Jesus erkannte alsbald, wo erkannte er das? Habt ihr es noch im Ohr? Nicht im Herzen, nicht im Verstand. Habt ihr es im Ohr? Erkannte in seinem Geist. Das ist was anderes. Er erkannte in seinem Geist. Was ist das für ein Geist? Ja, Entschuldigung, das ist jetzt unfair, weil ich habe vorher Markus 1 noch gelesen. Da war nämlich die Taufe vorher und da hat Jesus den Heiligen Geist geschenkt bekommen von seinem Vater, der ihm gesagt hat, das ist mein lieber Sohn. Ey, bei der Taufe, da kriegen eure Kinder den Heiligen Geist geschenkt. Die kriegen etwas, was über die Hirse hier hinausgeht. Die kriegen etwas hineingelegt, was von Gott kommt, mit dem man etwas erkennen kann im Leben, was ganz anders ist. Die bekommen etwas, mit dem man eine andere Dimension sehen kann. Und diese andere Dimension macht es deutlich und offenbart das, was bei anderen schräg ist. Eure Kinder bekommen den Geist, der ihnen Freiheit schenkt. Freiheit, auch die eigene Meinung nochmal in Frage zu stellen. Auch die von Papa und Mama leider. Die bekommen den Geist von Gott und den hat Jesus und er sagt sofort, ich sehe ja, was los ist. Ich sehe ja, was los ist. Und er hat den Mut, denen die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Ja, das muss man manchmal vielleicht auch. Es kann sein, dass man dann Menschen verliert. Trotzdem muss man dem anderen sagen, hör mal, sagen, du bist Scheibe. Du hast ja nicht alle. Kann man netter sagen. Ändert aber nichts an der Tatsache. Tja, und dann sagt Jesus, wie sieht's aus? Ich weiß ja, was ihr denkt. Ich kann ja viel mehr, als ihr meint. Das, was ich ihm gerade innen vergeben habe, zählt eigentlich viel mehr, denn das könnt ihr nicht, aber ich kann das. Wenn du hierher gekommen bist, weißt du, ob du jetzt einen gebrochenen Fuß hast, gerade eine Erkältung, von mir aus auch Corona gerade hinter dir, ja gut, okay. Aber wie sieht's denn bei dir drinnen aus? Stimmt da alles? Oder bist du da krank? Belastet dich etwas? Schleppst du etwas mit dir herum, was dich kaum atmen, geschweige denn schlafen lässt? Hey, Jesus vergibt dir das. Lass dich gleich segnen. Erfahre die heilende Kraft des Jesus von Nazareth. Er spricht das Wort. Er ist das Wort, das dich verändern kann und verändern wird. Diese Gesundheit ist viel besser als der Fuß, der geheilt ist, den wünsche ich dir auch. Wenn es ans Sterben geht, das werden wir irgendwann nicht mehr verhindern können. Dann kommt es darauf an, dass wir innen gesund sind und sagen können, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich auch. Der dritte Teil. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben solches noch nie gesehen. Ihr Lieben, Glaube wird immer sichtbar. Wo Glaube nicht sichtbar wird, geht Glaube unter. Und dann müssen wir sie erzählen, die Wundergeschichten, nicht die von damals. Das ist die Geschichte, die den Gelähmten anging, der wieder laufen konnte. Erzählen wir die Geschichten von Menschen aus unserer Gemeinde, die Wunder erlebt haben. Da ist der Mann schwer erkrankt an Lungen, von allen Lungenkrebs, alle aufgegeben. Er sagt, ich möchte noch einmal das Abendmahl kriegen. Dieser Mann nimmt das Abendmahl und lebt noch 2 Jahre, für die Ärzte unbegreiflich. Für mich nicht, ich weiß ja warum, der war ja beim Abendmahl.
Da sind Menschen, die kommen hierher und lassen sich segnen, spüren die große Vollmacht des lebendigen Gottes und gehen hier frei raus und gehen in ihren Alltag und erzählen von Gott. Da sind deine eigenen Kinder, wo du gar nicht genau weißt, was ist denn da angekommen von dem, was du denen da alles so erzählt hast. Und dann sitzt du bei denen beim Essen und weißt nicht so richtig, wie du anfangen kannst, und dann sagt die Tochter zu dir: Papa, du brauchst gar nicht so blöd gucken, hier wird auch gebetet. Erzählen wir doch die Geschichten. Beschämen wir doch die Welt damit, dass wir wissen, wie es geht. Erzählen wir ihnen doch vom geöffneten Himmel. Ach, wir. Du musst das machen. Ich mache es da, wo Gott mich hingestellt hat, und du machst es da, wo Gott dich hingestellt hat. Und dann? Ja. Dann bleiben die geöffneten Dächer zurück. Und Friede breitet sich aus. Und Menschen werden gesund. Wie heißt es so schön? An Körper, Seele und Geist. Weil wir es auch sind. Du und ich. Denn wir sind Jesus begegnet. Dem Wort. Das reicht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist der menschliche Vernunft, bewahre Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.